Ich bin von meiner letzten Predigt, das war aber vor 14 Tagen her, noch hängen geblieben, weil es mich irgendwie reingenommen hat ins Thema der Verfolgung. Und ich habe da im Anfahrtsweg noch einige Dinge entdeckt, die dachte ich, das muss ich einfach noch mit euch auch teilen. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, hallo, wir leben in einer sehr schwierigen Zeit, wir müssen uns nicht noch mit anderen Problemen beschäftigen. Aber ja, ich erkläre noch, warum ich trotzdem finde, es ist gut, darüber nachzudenken. Ich möchte drei Verse aus den Seligpreisungen an den Anfang stellen, wo Jesus in Matthäus 5, Verse 10 bis 12 sagt, selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Ja, uns geht es ja vergleichsweise noch immer recht komfortabel gut und vergessen dann vielleicht die Realität, dass immer noch gibt so einen Weltverfolgungsindex. In etwa 50 Ländern ist die Verfolgung so zwischen hoch und extrem. Wir kennen sicher einige Länder wie Nordkorea, Platz Nummer 1, irgendwie. Ich habe nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber etwa 80.000 Christen sollen dort im Gefängnis sein. Aber natürlich nicht nur Christen, auch alle anderen, die nicht genauso denken, wie sie sollten. Und so weiter, ja. Afghanistan, Platz 2, Platz 3 Somalia, Platz 4 Libyen. Platz 5 Pakistan und so weiter. Also und das war schon schlimm vor Corona. Und für diese Menschen, die machen schon jahrelang ganz schwere Zeiten durch. Und von daher eben, wir klagen immer noch auf sehr hohem Niveau. Das heißt nicht, dass wir nicht klagen dürfen, weil es schränkt uns ein in unserem Lebensbezug und so weiter. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber es tut doch auch gut, mal wieder über den eigenen Zaun hinauszuschauen. Es gibt ja die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO. Artikel 18. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Das wäre so, irgendwie. Aber es gibt Staaten, die haben das nicht unterschrieben. Es gibt auch im arabischen Raum zwei verschiedene Bündnisse, die dann ihre eigenen Versionen haben. Die eine Version sei noch etwas näher hier dran, die andere natürlich nicht, weil auch eben in den Menschenrechten auch Mann und Frau die gleiche Würde haben sollten und so weiter. Das sehen noch lange nicht alle Nationen so. Ja. Und eben trotzdem ist es halt schon so, dass es wirklich
Millionen von Christen betrifft. Es sind, glaube ich, was habe ich gelesen, etwa 320 Millionen Menschen sind als Christen starken Einschränkungen und Verfolgungen ausgesetzt. Als ich so eben mich darin vertiefte und Aspekte zusammensammelte, realisierte ich, dass ich eigentlich eine relativ vage Vorstellung vom Thema überhaupt hatte und was eben Christenverfolgung im Detail bedeutet. Es scheint der Fall zu sein, dass man nicht einfach nur wegen Christus Verfolgung erleiden kann. Das habe ich ja das letzte Mal kurz aufgezeigt. Eben, es gibt ganz verschiedene politische, ideologische Gründe, körperliche Eigenheiten, Wertehierarchie, Neid und so weiter. Ich habe dann das Gründe durchgestrichen, weil das sollten doch alles gar keine Gründe sein. Aber einfach, weil wir gemerkt haben, es ist eigentlich ein menschliches Problem und nicht nur ein religiöses Problem. Mein Vater erzählte sogar noch von Schlägereien, die sie als Jugendliche gegen Jugendliche von Stäfer hatten. Die Stäfner und wir Männerdörfler. Also man kann auf ganz verschiedenen Ebenen immer wieder eben diese Unterschiede machen. Manchmal innerhalb vom Dorf, ja, von diesem Quartier und von diesem Quartier und so weiter. Da findet man überall wieder eben solche so gemeinten Gründe, um sich da abzusetzen. Ich habe von der Kirchengeschichte her noch einige einfach interessante Details entdeckt und ich denke, es ist gut, wenn wir da auch etwas Bescheid darüber wissen. Aber vielleicht noch eine Vorbemerkung zuvor. Als junger Christ, ich bin mit 16 Jahren hat es mich erwischt, habe ich mich mit dem Glauben zu befassen begonnen. Da sind mir zwei oder drei Bücher in die Hand gekommen über Verfolgungssituationen und das war heavy. Ich mag mich erinnern, das hält man dann fast nicht aus. Man kann sich das nicht so vorstellen und habe mich auch gefragt, ob ich die Kraft hätte, da irgendwie so für den Glauben hinzustehen. Und das, denke ich, ist eine Frage, die wir alle irgendwie haben. Mir ist später dann aber bewusst geworden, wir leben in einem der freisten Länder auf diesem Erdball überhaupt, denke ich. Und es ist für uns sehr schwer, uns in eine solche Situation überhaupt hineinzudenken. In den meisten Ländern, wo Christenverfolgung groß ist, ist auch das gesamte gesellschaftliche Leben kein Zuckerschlecken. Also man kann nicht sagen, die haben es alle gut, außer die Christen. Das ist insgesamt dann eine schwierige Lebenssituation. Also ich möchte auch als Nicht-Christ nicht in Nordkorea leben. Und dort ist sogar das Leben in der eigenen Herrscherfamilie gefährlich. Oder man hat da gehört von einer Prinzessin von irgendeinem arabischen Emirat, die jetzt eingesperrt ist. Dubai. Ja, es gibt, glaube ich, noch mehrere solche Geschichten. Ja, ja. Einfach, wo man merkt, auch wenn es gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat, in solchen Ländern ist einfach die gesamte Atmosphäre so anders. Und dann hat man wie auch einen anderen Bezug zur Verfolgung. Ja, das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, dass man es nicht einfach so eins zu eins übernehmen kann. Und wenn man gezwungen wird, dem eigenen Glauben abzuschwören, dann ist das eben auch nicht nur ein religiöses Problem. Es ist nicht ein Angriff auf die Glaubensfreiheit, sondern eigentlich ist es ein Angriff auf das Menschsein insgesamt. Weil zum Menschsein gehört,
dass ich frei denken kann. Nicht nur kann, ich kann gar nicht anders. Ich habe meine Gedanken und die mache ich mir zusammen mit dem gesamten Bezugsnetz, das ich durch meine Kindheit aufgebaut habe. Und mein Bezugsnetz ist garantiert anders wie deines. Also merke ich jetzt auch wieder, wenn man mit den Großkindern zusammen ist, einfach die machen so viele Erfahrungen und bauen so ihre Weltsicht zusammen, und die wird wieder ganz anders sein als meine. Also wir, das gehört zum Menschsein. Und wenn mir eben dann das eigene Denken verboten wird und mir vorgeschrieben wird, was ich zu denken habe, dann ist das wirklich ein Angriff aufs Menschsein insgesamt. Wenn in der antiken Welt Herrscher ihren Völkern die eigene Religion aufgezwungen hatten, dann gab es immer wieder Menschen, die meinten, okay, dann opfere ich halt diesen dummen Göttern, dann sind sie zufrieden in meinem Herzen, aber strafe ich sie mit Verachtung. Für die meisten Christen war das keine Option. Und auch immer wieder für Angehörige von anderen Glaubensrichtungen, die spürten, es geht hier um die Menschenwürde, um meine Würde, und haben auch dann eben widerstanden und sind dafür dann auch zum Teil dann getötet worden. Weil es eben, es geht um mehr, weder nur um eine Weltanschauung. Viele spürten eben auch nicht christlicher Religion, du kannst mir zwar mein Leben nehmen, aber du kannst mir nicht meine Würde nehmen. Das, ja, ist etwas tief Menschliches. Jetzt aber noch eben, jetzt einen Schritt weiter zu Gründen und Hintergründen. Das habe ich sehr interessant gefunden, da habe ich nie so detailliert drüber nachgedacht. Sämtliche Völker in der Antike beteten Götter an. Das war normal. Und unter den Römern wurde dann mit der Zeit auch der Kaiser in einen göttlichen Status erhoben. Und er ließ dann Statuen im Reich verteilen, wo man ihm dann anbeten konnte und ihm huldigen. Christen betrachteten diese Götter, eben seien es Venus oder Mars oder wie die alle hießen, die betrachteten diese Götter als widergöttlich, dämonisch und letztlich auch als menschenfeindlich. Weil die meisten Religionen, die hatten nicht eine tiefschürfende Ethik. Das, der Rest vom Leben war denen relativ egal. Das waren dann einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dann in einem Volk herrschten. Und den Göttern ging es rein nur um den Kult, um ihre Sachen. Den Rest war ihnen gleich. Aber für die Christen betraf das der Glaube das ganze Leben. Und die Verehrung dieser Götter, die fanden oft im Zusammenhang mit großen Volksfesten statt. Da war das ganze Dorf und auf den Beinen. Und da feierte man zusammen und es gab Stände und Spiele und. Das war eine Volksunterhaltung. Und die Christen blieben dann diesen Festen fern. Sie konnten sich auch nicht anfreunden mit den Arenen, weil dort die Leute mit verschiedenen Grausamkeiten auch unterhalten wurden. Da wollten sie auch nichts damit zu tun haben. Oder in Theatern wurden oft Göttergeschichten gespielt und Erotik spielte mit und so weiter. Und auch davon wollten die Christen nichts wissen. Und so entstand quasi wie eine Tendenz zur Absonderung. Sie gehörten nicht mehr ganz zur Gesellschaft dazu. Die waren dann irgendwie einfach komisch. Und fehlende Anpassung macht irgendwie Angst. Ist noch komisch.
es kursierten dann auch Gerüchte, warum die da so, oder? Sich da nicht zu uns gesellen wollen. Und, aber nicht nur über Christen, auch andere religiöse Minderheiten, die da nicht so mithalten wollten, da wurden dann eben auch Gerüchte und Verleumdungen weitergereicht. Es kam, also zum Beispiel warf man den Christen vor, sie würden sexuelle Orgien veranstalten. Und denkt man, wie kommt man auf so eine gestörte Idee? Weil sie ja im Gegensatz eben zu der quasi relativ freizügigen sexuellen Orientierung da in der Gesellschaft waren die Christen sehr strikt. Aber das hatte damit zu tun, weil die Christen untereinander einen sehr herzlichen, geschwisterlichen Umgang pflegten. Und es gibt auch, ich glaube, 2-3 Stellen im Neuen Testament, wo vom Bruderkuss die Rede ist. Das kennen ja die Russen auch, dass in Frankreich, ja, waren sie uns etwas vor. Heute kann man auch, wenn mal die Pandemie vorbei ist, kann man sich wieder links und rechts 2-3 Mal, je nach Kultur. Und die Christen, die lebten eine wirklich geschwisterliche, freundschaftliche Beziehung untereinander und waren halt auch, Frauen hatten waren quasi wie fast gleichgestellt. Das war auch suspekt. Das ist wirklich komisch. Und da kamen dann eben solche Gerüchte auf, die würden da sexuell da irgendwie miteinander. Und dann quasi, weil da auch viele Familien dabei waren, hieß es dann plötzlich auch, es gehe um Inzest. Die sind da, die nennen sich Brüder und da haben die da miteinander Sachen und so. Da kursierten tatsächlich solche krass gestörten Gerüchte rum. Oder es wurde auch ihnen vorgeworfen, sie pflegen Kannibalismus. Denkt man, was soll denn das? Da ist halt irgendeiner mal, hat da mal was gehört vom Abendmahl, da man esse das Fleisch von Jesus und trinke sein Blut, das ist mein Blut und so. Da sind die rausgelaufen, haben gesagt, die das sind Kannibalen. Und wenn da mal so was draußen war und man wusste ja nicht viel sonst über die Christen, dann wusste man halt dann das. Also wirklich schlimme Dinge, die dann die Runde machten. Kaum einer kannte genauere Details über diesen Jesus-Gott, den die Christen da anbeten sollen. Man merkt, es ging eigentlich gar nicht so fest um diesen um Opposition gegen Jesus, sondern es waren so komische Themen, die eigentlich dann wirklich zur Verfolgung geführt hatten. Irgendwie eben das Anderssein, das nicht ganz dazugehören, irgendwie das Fremdartigsein, ja, das war irgendwie suspekt und das löste dann solche komische Reaktionen aus. Ein weiterer Grund war, für sie waren ja die Götter die einfach die Macht hatten über die Natur, über die Wirtschaft, über den Regen und so weiter, die Fruchtbarkeit und. Und diesen Göttern muss man hübeln, also man muss ihnen Gunst erweisen, dass es einem gut geht. Und wenn dann das ganze Dorf da sich aufmacht und denen da eben Gunst erweist, und da sind jetzt da einige, die verweigern den Göttern die Gunst, da muss nur eine kleine, ein Unfall oder irgendwie was passieren, dann ist es sehr schnell, das ist wegen den Christen. Die haben unsere Götter nicht angebetet, die haben quasi unsere Götter erzürnt. Darum geht es uns jetzt so schlecht. Und das waren auch dann wieder Ursachen, warum dann eben Christen
entweder einfach verfolgt oder gezwungen wurden, irgendwie ihre Ansichten zu ändern. Auch hier ist es wieder nicht direkt Jesus. Es ist einfach eben nicht mitmachen in ihrem Sinne. Und was dann auch dann zunehmend ein Problem wurde, dass die Christen sich so vermehrten. Dass plötzlich merken, ja, der auch, und ja, der, von dem haben wir auch gehört. Und manchmal eben auch schon in gehobeneren Gesellschaftsschichten. Am Anfang war es wirklich unter der ganz armen Bevölkerung. Mehrheitlich. Da finden wir auch Spuren im Neuen Testament, wie Paulus davon spricht, schaut euch an, da sind nicht viele Vornehme und so weiter unter euch. Das ging dann aber langsam. Also wir finden auch schon Spuren, eben der Lukas erwähnt da als Adressat von seinem Evangelium auch jemand, der schon ein hochverehrter Theophilus, wo man merkt, das hatte auch Leute bereits schon von höheren Schichten dabei, aber großmehrheitlich waren es eher die Armen. Aber so begann das Evangelium langsam die Gesellschaft zu durchdringen und das machte natürlich dann auch zusätzlich Angst. Also die meisten hatten nicht eine große Ahnung, wer Jesus Christus überhaupt war. Also es war nicht eine aktive, bewusste Ablehnung von dem Gott der Christen, das interessierte die eigentlich gar nicht so groß, sondern es ging um diese Auswirkungen rundherum. Das Verfahren war dann jeweils relativ einfach. Man nahm dann solche Menschen fest, je nachdem im größeren Stil oder im einzelnen Leute. Und dann setzte man sie unter Druck. Ihr sollt jetzt die Religion eurem Gott abschwören und ihm fluchen und dann unseren Göttern opfern. Und dann seid ihr wieder dabei. Und wenn die dann nicht wollten, dann versuchte man es noch mit Folter und so weiter. Und wenn sie dann auch das verweigerten, dann wurden sie dann halt getötet. Ich möchte euch einen Auszug vorlesen von einem Polycarp. Der wurde so 69 nach Christus geboren. Er gilt noch als einer der Kirchenväter. Das heißt, von ihm heißt es, er sei vom Johannes, vom Apostel Johannes noch eingesetzt worden. Also der hatte noch Bezug direkt zu den Aposteln. Darum wird er als einer der Kirchenväter genannt. Er war ein Bischof in Smyrna und da ging es dann eben auch los mit solchen Verfolgungen. Und er starb den Märtyrertod mit 86 Jahren, also etwa im Jahre 155 nach Christus. Und ich finde es einfach eindrücklich, etwas so als Zeitzeugnis zu lesen, wie das damals sich angefühlt haben musste. Mit dem jungen Sklaven, der eine haben sie dann erwischt, von den Christen, den haben sie dann auch rumgekriegt. Da heißt dann, mit diesem jungen Sklaven zogen die Häscher, also die da als Trupp da waren, um den Polycarp festzunehmen, zogen die Häscher an einem Freitag zu Essenstunde mit einer Abteilung Reiterei in gewohnter Bewaffnung gegen ihn los. Zu später Stunde kamen sie an und fanden ihn im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses. Sie waren betroffen über sein hohes Alter, das hatten sie offensichtlich nicht erwartet, und seine ruhige Würde. Er gab Auftrag, ihnen Essen und Trinken vorzusetzen, so viel sie wollten, und bat sie, ihn eine Stunde zu ungestörtem Gebet noch zu gewähren. Als nun die Zeit des Aufbruchs kam, setzte man ihn auf einen Esel und brachte ihn so zur Stadt.
Es war an einem großen Samstag. Ich kenne da nicht alle Details, aber das ist so quasi wirklich ein Dokument, wo das beschrieben wird. Der Polizeibeamte Herodes, hieß er da, und sein Vater Niketes kamen ihm entgegengefahren. Sie nahmen ihn zu sich in den Wagen, saßen neben ihm und redeten ihm zu. «Was ist es denn Schlimmes, Herr und Kaiser zu sagen?» Also das Kyrios kommt hier wieder. «Was ist da schlimm dran? Zu opfern und anderes dieser Art zu tun und dadurch sich das Leben zu retten, wäre doch so einfach, dann wäre das Thema gegessen.» Anfangs gab er ihnen keine Antwort. Als sie ihn aber nicht in Ruhe ließen, sagte er, «Ich bin nicht gewillt zu tun, wozu ihr mir ratet.» Als er in die Rennbahn eintrat, das war dann schon die Arena, war ein solcher Lärm, dass man nichts verstehen konnte. Also man war offensichtlich da bereit, ihn zu empfangen. Als er nun vorgeführt wurde, fragte ihn der Statthalter, ob er Polycarp wäre. Er bejahte es. Der Statthalter wollte ihn zur Verleugnung überreden und sagte ihm, bedenke dein hohes Alter und anderes dieser Art, wie sie in solchen Fällen zu sprechen pflegten. Schwöre beim Genius des Kaisers, ändere deinen Sinn, sprich, weg mit den Gottesleugnern. Also das war auch etwas, das man eben dann den Christen nachsagte, sie seien Gottesleugner. Da überschaute Polycarp mit ernster Miene die ganze Menge, die in der Arena versammelt war, und bewegte seine Hand über sie hin, seufzte auf, sah nach dem Himmel und rief, «Weg mit dem Gottesläster, mit den Gottesleugnern!» Und die haben natürlich gerade gewusst, dass er es natürlich umgekehrt meinte. Doch der Statthalter, die waren noch irgendwie ein bisschen nett. Der Statthalter drang noch weiter in ihn, schwöre und ich gebe dich frei, fluche auf Christus. Da antwortete Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erretter lästern? Als aber der Statthalter aufs Neue in ihn drang, schwöre beim Genius des Kaisers, antwortete er, wenn du nach dem leeren Ruhm verlangst, dass ich, wie du es beabsichtigst, beim Genius des Kaisers schwöre, und wenn du dich stellst, als wüsstest du nicht, wer ich bin, so höre mein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Das war ein Todesurteil. Denn wenn du kennenlernen willst, was Christentum ist, so bestimme mir einen Termin, an dem du mich hören kannst. Ja, die waren überzeugt. Der Statthalter antwortete, rede dem Volk zu. Polycarp antwortete ihm, dir erkenne ich die Würde zu, dass ich dir meine Erklärung abgebe. Denn man hat uns unterwiesen, den von Gott gesetzten Regierungen und Gewalten die entsprechende Ehre zu erweisen, soweit das uns keinen Schaden bringt. Also da waren die Christen stark drauf, die waren wirklich angehalten, eben nicht gegen die Regierung zu opponieren, wenn es eben nicht den Glauben widersprach. Das wurde irgendwo dann auch bekannt, aber ja. Die Versammlung hier halte ich nicht für wert, mich vor ihnen zu verantworten. Die ja, waren da geil auf eben jetzt das Spektakel. Daraufhin erklärte ihm der Statthalter, ich habe wilde Tiere, ich werde dich ihnen vorwerfen lassen, wenn du deinen Sinn nicht änderst. Lass sie kommen, antwortete er. Bei uns ist die Sinnesänderung vom Besseren zum Schlechteren ausgeschlossen. Zu Ehren ist es umgekehrt, sich vom Schlechteren zur Gerechtigkeit umzuwenden.
Der Statthalter fuhr fort: Wenn du dir aus den Bestien nichts machst und deine Meinung nicht änderst, lasse ich dich ins Feuer werfen. Polycarp gab ihm zur Antwort: Du drohst mir mit dem Feuer, das nur eine Stunde brennt, also nach kurzem verlöscht. Denn das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe für die Gottlosen kennst du nicht. Warum wartest du? Hole her, was du willst. Während Polycarp diese und entsprechende weitere Worte sprach, war er voll Mut und Freude. Sein Antlitz strahlte aus seinem Inneren heraus. Die Drohungen konnten ihm nicht im geringsten aus der Fassung bringen. Der Statthalter war erstaunt. Durch seinen Herold ließ er dreimal in die Arena ausrufen: Polycarp hat sich als Christ bekannt. Also quasi eben sein Urteil ausgesprochen. Als der Herold das ausgerufen hatte, schrie die ganze Menge Heiden und Juden, die ganze Einwohnerschaft Smyrnas, in unverhohlter Wut und mit lautem Geschrei: Es ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Zerstörer unserer Götter. Viele hat er dahin gebracht, nicht zu opfern und nicht anzubeten. So schrien sie und forderten von Philippus, dem Priester dieses Dienstes, er solle einen Löwen auf Polycarp loslassen. Er erklärte, dass ihm das nicht gestattet sei, weil die Tierhetzen geschlossen seien. Weiß ich nicht genau, was da gerade so galt. So kam es zu dem einstimmigen Geschrei, dass Polycarp lebendig verbrannt werden sollte. So musste das Gericht in Erfüllung gehen, indem er beim Gebet sein Kissen hatte brennen sehen. Da scheint irgendein prophetisches Wort ihm da vorausgegangen zu sein. Zu den Seinen, die bei ihm waren, hat er hierbei die prophetischen Worte gesprochen: Ich muss lebendig verbrannt werden. Alles ging nun viel schneller vor sich, als es erzählt werden kann. Die Volksmasse schleppte aus den Werkstätten und Badeheizungen Holz und Reisig zusammen. Das meiste schafften dabei bereitwilligst die Juden, wie immer bei solchen Gelegenheiten. Das war also die Zeit noch, als es den Juden gerade recht war, wenn die Christen da ausgeschaltet wurden. Wir haben ja gehört, das hat ja dann auch mal geändert, dass die Christen dann die Juden zu verfolgen begannen. Ja, als der Holzstoß fertig war, legte Polycarp alle seine Oberkleider ab, machte seinen Gürtel auf und versuchte, seine Schuhe zu lösen. Das hatte er sonst nicht selbst getan, denn die Gläubigen drängten sich dazu, wer zuerst seinen Leib berühren dürfe. Also da spürt man etwas von der Achtung, die die Gläubigen vor diesem quasi Bischof hatten. Und mit seinen 86 Jahren war er vielleicht nicht mehr ganz so gelenkig. Und dann stritt man sich fast drum, wer ihm dann die Schuhe lösen dürfe. Um seines guten Lebens willen war er schon vor dem Martyrium sehr verehrt worden. Schnell war das Brennmaterial, das für den Scheiterhaufen bestimmt war, um ihn herumgelegt. Als man ihn auch annageln wollte, wehrte er es ab. Lasst mich, der mir die Kraft gibt, den Feuertod auszuhalten, wird mir auch die Kraft geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen auszuharren, auch ohne die Sicherung eurer Nägel. Als er das Amen gesprochen und sein Gebet vollendet hatte, zündeten die Henker das Feuer an. Als schließlich aber die gottlosen Menschen sahen, dass sein Leib vom Feuer nicht verzehrt werden konnte, befahlen sie dem Henker, ihm den Dolch in die Brust zu stoßen. Und so sei er dann gestorben. Ja, es gibt so etwas von der Stimmung, und das war wirklich die ersten drei Jahrhunderte, war für den christlichen Glauben, das waren wirklich brutal harte Zeiten. Es gab zwischenhinein mal wieder etwas mehr Luft, es gab so verschiedene Wellen. Ja, das haben wir jetzt da gehabt. Eben unterschiedliche Wellen. Es gab eben Zeiten, wo man die Christen wirklich suchte.
Und dann gab es dann Zeiten, wo es hieß, es gibt nur einen Richter, wenn ein Kläger da ist. Aber das öffnete natürlich dann Tür und Tor, wenn irgendein Nachbar Mühe mit ihm hatte, dann ging er da zum Gericht und sagte, der und der ist ein Christ, und dann musste der aktiv werden. Aber das war dann etwas weniger hart. Es gab auch eine Anzahl Menschen, die hatten nicht die Kraft und hatten dann wirklich Jesus abgeschworen. Und das ist auch ein interessantes Thema, dann Umgang mit den Lapsi, haben sie dem gesagt. Das ist im Griechischen die Gefallenen. Wenn dann eine Verfolgungswelle vorbei war, dann klopften sie wieder an die Türe der Gemeinden. Dürfen wir wieder kommen? Und dann gab es dann unterschiedliche Reaktionen dann von den Kirchenführern. Von einem ist die Rede, der hat gesagt, keine Chance, das war's. Und die große Mehrheit aber sagte mal, doch, wir möchten ihnen die Türe wieder öffnen. Aber auferlegten denen dann also ein richtiges, mühsames Bußprozedere. Die mussten dann wirklich beweisen, dass es ihnen wirklich ernst war. Aber das war ein Problem, mit dem mussten sie sich dann befassen. Und was dann auch kam, interessant, die Verehrung von den Märtyrern. Das war mir auch nicht so bewusst. Wir haben so ein Bild von den irgendwie heiligen Verehrern oder so, denken, das wäre einfach mal so eine Idee gewesen, aber ich habe plötzlich gemerkt, ich kann noch nachvollziehen. Das ist ja was wie eine traumatische Erfahrung, wenn du Leute, die du gekannt hast, miterlebt hast, wie die da getötet worden sind und so, dann wollte man denen auch ein Andenken bewahren oder irgendwie das ehren, dass sie da eben die Kraft erhalten haben, da dagegen zu stehen. Und dann entwickelten sich dann aber auch eben Sichtweisen. Ein solcher Märtyrer, der hätte dann quasi im Himmel einen Sonderplatz. Die würden dann irgendeinen Sonderplatz erhalten. Das steht ja so nirgends in der Bibel, aber ich kann nachvollziehen, dass man irgendwie auf solche Gedanken dann kommt. Und man begann dann auch solche Märtyrer mit Bitten anzurufen, im Glauben, sie würden es dann direkt bei Gott deponieren. Und das war eigentlich dann, oder dort lagen dann auch die Anfänge der heiligen Verehrung. So etwas findet man ja in den Schriften des Neuen Testaments nirgends. Da starben ja auch da schon viele Christen, unter anderem Jakobus, der Bruder von Jesus, heißt es in Apostelgeschichte 12,2. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Und wir würden nirgends, wären Christen auf die Idee gekommen, dann auf ein Kirchendach zu schreiben, dem heiligen Sankt, und wer es dann war. Also im Neuen Testament finden wir das nicht. Das kam dann eben eigentlich unter dem Druck dieser Verfolgungen auf. Es wäre auch niemandem in den Sinn gekommen, den Stephanus, von dessen Steinigung der erste Märtyrer, dann plötzlich auch anzurufen. Das finden wir im Neuen Testament nicht, aber ich habe plötzlich gemerkt, ich kann es irgendwie nachvollziehen, mindestens. Und noch etwas ganz Interessantes. Eben ein Großteil der Verfolgung hatte ja, wie eben ausgeführt, nicht direkt mit Jesus zu tun. In dem Sinne, dass sie Jesus gar nicht kannten. Wir wussten gar nicht, um was es da ging. Im Vordergrund standen eben Verleumdungen, falsche Gerüchte über die Christen. Eben und auch, dass sie da einen Toten verehren, der nachweislich unter römischer
Obacht, also unter römischer Gerichtsbarkeit da getötet worden ist. Und all die Sachen mit Kannibalismus und all das Zeugs. Und das ist ja ein Stück weit ja auch noch heute so. Viele Menschen reden gegen Gott, ohne zu wissen, um was es wirklich geht. Ich war bei meinem letzten Coiffeur-Besuch, da war ein 85-jähriger Mann, nächster Kunde nach mir. Und mein Coiffeur machte so nebenbei eine Bemerkung, ja, du bist ja Pfarrer. Und dann brach es aus diesem 85-jährigen Mann heraus. Er habe mit dem Glauben, mit der Kirche abgeschlossen, er sei ausgetreten. Das ist alles, hat er ganz wüste Worte gebraucht. Er wetterte wirklich relativ verbittert gegen all das Religiöse. Und dann im Laufe des Gesprächs erzählte er mir, er hätte eine Reformierte geheiratet. Und dann sei der reformierte Pfarrer zu ihm gekommen und habe gesagt, sie wissen aber, dass sie eine Todsünde begehen, aus katholischer Sicht. Dann sagte er, ja, das weiß ich. Aber dann, der reformierte Pfarrer soll ihm offenbar dann angekündigt haben, du wirst noch Besuch bekommen vom katholischen Pfarrer. Und der sei dann tatsächlich aufgetaucht und gesagt, du weißt, dass du jetzt eine Todsünde begehst. Und das, er war, glaube ich, bis dahin ein ernsthafter Katholik und das hat ihn so erschüttert, dass er gleich alles ausgekippt hat. Das waren natürlich noch andere Zeiten dazumals, eben ist jetzt 85, das sind vielleicht 65 Jahre her oder so. Und es tat mir so leid. Was antwortet man dann? Ihm zu vermitteln, ich habe versucht zu vermitteln, dass ich Verständnis habe für seine Reaktion. Aber als er dann noch über Jesus zu wettern begann, habe ich dann gesagt, aber sieh, auf Jesus lasse ich nichts kommen. Jesus hatte weder so etwas je gesagt, noch je so etwas gewollt. Das sind wir Menschen, die Dinge zu unter Obsi bringen. Und ich habe wirklich gemerkt, das tut so weh. Eigentlich der Jesus, den er ablehnt, lehne ich auch ab. Mit dem Jesus habe ich nichts zu tun. Es ist ein Missverständnis. Es ist ihm falsch vermittelt worden. Und eben, ich sage, das ist bis heute noch so, dass viele eigentlich gegen Gott opponieren, obwohl sie Gott gar nicht kennen. Sie wissen gar nicht, gegen wen sie opponieren. Sie opponieren gegen ein Bild von diesem Gott. Und interessanterweise, weil das eben in den ersten drei Jahrhunderten auch so dominant war, diese falschen Dinge, die herum da gereicht wurden, das hat dazu geführt, dass Gläubige begannen, ihren Glauben zu erklären. Und das gibt dann eine eigene Sparte da in der Kirchengeschichte, das waren dann die sogenannten Apologeten. Mit apologetischen Schriften. Apologetik heißt eigentlich Glaubensverteidigung oder Glaubensrechtfertigung, aber eigentlich ging es ihnen um Richtigstellung. Und dazu mussten sie dann sich Gedanken machen, systematisch, quasi wie erkläre ich den Glauben einem, der, wenn er dann wirklich fragt, ja, um was geht es denn überhaupt? Und interessanterweise in der damaligen Zeit gab es unter allen anderen Religionen kein einziger Theologe. Also man reflektierte nicht über den Glauben, man übernahm einfach den Glauben von den Eltern und lebte das. Und das ist bis heute, das ist ein Problem, das wir als Christen haben. Ich habe mehrmals versucht, mit einem Angehörigen vom Hinduismus oder Buddhismus Gespräche zu führen. Aber die können das nicht so erklären, wie wir das. Für uns muss es irgendwie logisch sein.
Und das ist für sie nichts. Sie haben keine Theologie. Sie haben Geschichten, sie haben Dinge, die sie prägen, aber sie können den Glauben nicht begründen. In Kandy soll ein Zahn des Buddhas im Tempel sein. Und es heißt, er sei irgendwie so groß. Und dann fragst du, ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist keine Frage. Die haben die Frage nicht. Die gehen dort und bin dann auch angestanden und dann ging das Türchen auf, wo man dann das goldene Kästchen sehen darf, wo es dann drin ist. Und ich war da gespannt, was kommt und was rauskam, war die Hand für eine Spende. Da habe ich gesagt, sorry. Dann hat er die Tür wieder zugeschlagen. Ja, also ich möchte nicht despektierlich darüber reden, sondern einfach aufzeigen, dass quasi systematisches Nachdenken über den Glauben, das war etwas Neues. Und dort wurde eigentlich die Theologie geboren, von der wir heute noch zehren, habe ich gar nicht gewusst. Und ganz zum Schluss, da komme ich jetzt dazu, möchte eigentlich da noch kurz drauf kommen, genau, Kaiser Galerius, sage ich es richtig, ja, der war, wie heißt 250 nach Christus, das ist dann schon eben eigentlich gegen Ende dieser drei Jahrhunderte wirklich massivster Verfolgung gegen Christen. Er trat nochmals eine ganz heftige Verfolgungswelle an, weil das Römische Reich war am Zerfallen. Und er besann sich zurück, wie es da die es noch wirklich im Griff hatten, angepackt hatten und hatte dann erhofft, wenn ich die Religion durchsetze, haben wir wieder ein einigendes Thema. Und so trat er nochmals eine ganz heftige Verfolgungswelle los. Also die mussten sich da eben den christlichen Glauben absprechen und ihren Glauben übernehmen. Und das war eine schlimme Zeit. Aber es war gleichzeitig, musste er realisieren, da waren schon dermaßen viel Christen im Gelände rum. Ich habe eigentlich keine Chance mehr gegen die. Und so kam es dann im 311 nach Christus zum allerersten Toleranzedikt. Als der Kaiser Galerius, er war praktisch schon auf dem Sterbebett, er war dann sehr krank, unterschrieb er diesen Erlass, dass die Christen den Glauben jetzt offiziell leben dürfen. Und es ging sogar noch einen Schritt weiter dann, sonst wurden ja einfach ihre Tempelanlagen im ganzen Reich finanziell auch gesponsert. Da begannen die sogar, die christlichen Kirchen zu sponsern. Die zerstörten Gebäude halfen sie ihnen wieder aufzubauen und so weiter. Und sie durften die kaiserliche Post benutzen, hat auch noch geheißen. Aber man wirklich merkt, da war dann eine Trendwende, die wirklich eine ganz andere Zeit dann einläutete, bis hin dann auch zur konstantinischen Wende und so weiter. Ja. Ich möchte aber eben eigentlich enden mit dem Hinweis, eben die Königsherrschaft Gottes, sie konnte nicht gestoppt werden, trotz eben all dieser massiven Versuche, das zu unterdrücken und auszulöschen. Und die Christen hatten ja keine Machtmittel. Sie konnten nur ihren Glauben leben. Sie mussten das aushalten, all die Verleumdungen, die man über sie hatte. Die hatten keine Chance, aber es muss doch eine gewaltige Wirkung gehabt haben bei Menschen, die Christen beobachtet haben und haben gemerkt, die stehen für ihren Glauben, so könnte ich für meinen Glauben nie dastehen. So quasi, wie ich es auch schon gesagt habe, im Sinne von, wenn sich's für diesen Glauben zu sterben lohnt,
dann könnte es sein, dass es sich auch für diesen Glauben zu leben lohnt. Diese Botschaft ist rübergekommen.